Grobiostadt, eine Betonwüste im Süden West-Berlins. 50.000 vorwiegend sozialschwache Berliner leben hier vermischt mit Ausländern auf engstem Raum. Wegen mangelnder Freizeitmöglichkeiten schließen sich hier immer mehr Jugendliche im Alter von 13 bis 22 Jahren nach amerikanischem Vorbild zu Straßenbanden, sogenannten Street Gangs, zusammen und verbreiten unter Namen wie zum Beispiel TBW Terrorbande Butzki Allee unter den Einwohnern Angst und Schrecken. Viele der Gropiostädter leben zurückgezogen, pflegen keine Kontakte untereinander, leben vereinsamt, isoliert, die Folgen der sozialen und baulichen Zwänge hier. Fast jeder der Jugendlichen trägt irgendeine Waffe in seiner Tasche herum, von der er auch Gebrauch macht, wenn es unbedingt sein muss. Schlägereien zwischen Ausländern sind hier an der Tagesordnung. Das ist nicht übertrieben, die Zeichen der Banden sind Beweis dafür, dass es sie gibt. Alte und junge Einwohner standen uns Rede und Antwort. Naja, hier an der U-Bahn spielt sich manchmal was ab, so viel ich gehört habe, ich war nie dabei gewesen. Ich kann nicht nur so von hören sagen, weil ich mal hinten im Bällchen bin. Ich habe 400, ich lieber mit meinen Hunden spazieren. Aber es soll ja auch schon viel zu Kriminalitäten gekommen denn hier mit Ausländern und so, ja. Auch hier mit Schießerei und sowas alles, das stimmt, ja, dass hier oben geschossen worden ist, nicht wahr? Aber wer das war, weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen. Es gibt hier also einige Leute, Jugendliche, die hier also rumsitzen, die Leute anpöbeln, teilweise zusammenschlagen. Das habe ich also auch schon gesehen. Ich gehe abends nicht mehr weg. Das ist das Einzige. Nicht? Was soll man als alter Mensch hin? Ich wäre 80. Ah, da habe ich gestern eine Schlägerei mit zwischen Deutschen und Türken. Der Deutsche hat noch einen Kopf hinten gehabt. So. Für mich hat man zum Beispiel vorne vom U-Bahnhof Butzki Allee schon auf mich geschossen und meine Lipschitz Allee mit einem Messer am Rücken schon. Und geschossen, hier hat man einen Türke geschossen, der meine Freundin verprügelt hatte und auf den ich zugegangen bin und der hat gleich eine Waffe rausgezogen und geschossen. Das ist ja schon mehrmals passiert. Und ja, mittlerweile ist es so, einer sucht den anderen und die wollen ihn und den verprügeln und immer wegen so Kleinigkeiten. Die kommen in unseren Jugendclubs, die kommen mittlerweile Butzki Allee, die kommen schon überall hin und ich meine, ich gehe hier nicht weg, ich bleibe hier. Aber. Weil ich weiß, zu der Clique, die hier ist, das sind die letzten, finde ich, hier in der Gropiostadt, die noch zusammenhalten. Und hier kriegt mich auch keiner weg. Und dafür kämpfe ich auch. Die machen sich einfach viel zu breit, das geht einfach ja nicht, wa? Die immer mehr kommen rüber, weiß ich, jetzt auch Polen, alles Mögliche, nur die ganzen Auslieger, das wird alle zur Fülle. Das muss irgendwann mal ein Ende sein, das geht einfach nicht. Das muss raus hier, alles raus. Man hat uns ja hier geholt und da wird es überflüssig oder sowas. Eigentlich müsste eigentlich die Vorurteile jetzt abgeschafft werden. Von meiner Freundin, der kleine Bruder, ist 8 Jahre alt. Lipschitz Allee ist ein Jugendclub, der heißt HDM. Geh ich hin, was ist? Ich trage die Jacke, kommen die Türken an, was trägst du denn sowas? Ich hau ihnen in die Schnauze, was ist? Die greifen sich mit den Kleinen, halten ihnen ein Messer von Schädel. Sowas ist schon alt vorgekommen und die kommen von euch und die sind hier auch von der Helmholtz-Schule. Und die kennen wir. Das ist alle Kacke hier. Butzki Allee ist nicht eine gute Gegend jedenfalls. Gropiostadt überhaupt nicht, wa? Müsste man wegziehen? Müsste man, ja, um vernünftig zu werden. Thorsten und Andy sind hier geblieben. Und so meinen sie, vernünftig geworden. Die beiden sind hier aufgewachsen, hängen wie Pech und Schwefel zusammen. Sie kennen das Ghetto und die Geschäfte, die hinter dem kalten Beton ablaufen. Früher waren sie oft mit den Kumpels von der Butzki Allee zusammen, haben mitgemischt. Heute trainieren sie ihre Kräfte nur noch im Fitnessstudio. Aber wofür? Gut, Thorsten, gib ihn! Hashtag A, ja, schön! Ja, warum trainieren wir? Naja, aus sportlichen Gründen trainieren wir. Also wir trainieren nicht deswegen, weil wir irgendwelche Leute auf der Schnauze gründlich schlagen wollen. Wir machen das einfach nur als Sport. Als Ausgleich. Naja, wa? Sportliche Betätigung ist irgendwie wichtig heutzutage. Absolut. Konditionsmäßig. Außerdem jetzt draußen richtig rund los irgendwie. Das ist alles immer brutaler geworden. Da passt man sich den Sachen echt heutzutage an. Gerade da, wo wir herkommen, Gropiostadt und so, irgendwie heiße Pflaster und kommst ja nicht drum rum, wirst automatisch angemacht, wenn du da aufgewachsen bist. Und naja, deswegen trainieren wir hauptsächlich.
Andreas hat schon lange die Schnauze voll von seiner Gopio-Stadt. Nachdem er bei Auseinandersetzungen einen lebensgefährlichen Bauchschuss erlitten hatte, zog er sich vom Bandenleben zurück. Er träumt heute von einer Musikerkarriere und übt dafür in einem Keller. Der ist jedoch nicht in der Gopio-Stadt. Dort hat man keinen Übungsraum für ihn. Ich muss sagen, es ist schon eine blöde Situation, wenn ich jetzt von Gopio-Stadt hierher fahren muss. Wenn ich jetzt Urlaub habe oder so, das ist wieder eine halbe Stunde oder nach Arbeit, muss ich hierher fahren. Und das nervt halt, dass ich extra nach Neukölln fahren muss. Und wenn ich nach Hause fahre, dauert auch wieder eine halbe Stunde, ehe ich zu Hause bin. Und Hunger hast du, kommst du abends oder nachts um 12 Uhr nach Hause und ist nichts mehr los zu Hause, alles schläft. Du musst dir dein Essen selber machen und naja, selber warm machen. Und das nervt halt. Das wäre viel besser, wenn wir wirklich in der Gopio-Stadt genügend Räume haben. Nestor, ein Chilener, hatte früher hier, wie er meint, viel Mist gebaut. Als er von der Polizei gesucht wurde, floh er nach Chile zurück, meldete sich dort freiwillig zum Militär. Nach Folter und Erniedrigung kam er geläutert zurück. Auf die Deutschen hat er keinen Hass. Er kommt mit ihnen gut aus und erzählt uns. Ich bin mehr mit Deutschen zusammen, weil, ich weiß nicht, also ich fühle mich da auch besser, ne? Zum Beispiel also besser aufgenommen, ne? Ich komme da irgendwie mehr zur Geltung als, ich weiß nicht, als wenn ich vielleicht mit Türken zusammen bin oder so. Und außerdem gab es da schon immer ein bisschen Ärger und halt und Stress und so, ne? Schon damals in der Oberschule halt. Und es ging immer weiter, ne? Deswegen haben wir uns halt damals so zusammengeschlossen unter Deutschen. Da war ich, also natürlich der einzige Chilene, kann man sagen, ne? Und, aber ich hatte da nie Ärger oder so. Also auch nie mit den Leuten, also nie mit Deutschen, ne? Ich fühle mich auch bei denen irgendwie, halt irgendwie wohler und weil ich meine, ich lebe hier und ich fühle mich auch so, ne? Mehr, also auch mehr zu ihnen, also irgendwie doch hingezogen als zum Türken zum Beispiel. Weil vor allen Dingen irgendwie, also ich finde, die sondern sich irgendwie so ab, ne, dass irgendwie ganz klar ist, dass die, ja, ich weiß nicht, dass sie sich hier nicht irgendwie eingliedern wollen. Ich meine, das machen sie doch irgendwie doch mit Absicht, finde ich schon, ne? Das türkische Geschwisterpaar Ali und Neriman sehen dies anders. Sie können ein Lied über Ausländerhass singen. Obwohl ihnen übel mitgespielt wurde, haben sie keinen Hass gegen ihre deutschen Mitbewohner. Man wird ja also, wenn man hier hochkommt und man sieht hier andere Leute im Haus und so, man sagt Tag und keiner sagt einem Tag. Und jedes Mal, also wir waren die einzige ausländische Familie hier, stand immer am Fahrstuhl dran, also Türken raus, scheiß Türken, und haben sie mal unseren Wagen demoliert. Ein Rechtsradikaler, der unerkannt bleiben will, weil er von Linksradikalen gesucht wird, sieht die Dinge ganz anders. Na, ich habe genug Konfrontationen mit Ausländern gehabt, genug Schlägereien, genug wirklich von Kopf gekriegt, also derbe schon, dass genäht werden musste, gebrochenes Nasenbein und so eine Sachen, alles schon gehabt. Und meistens immer ist es nur diese Konfrontation mit Ausländern gewesen. Und auch mit anderen, aber hauptsächlich halt mit den Ausländern. Und dadurch ist es immer stärker geworden mit der Zeit. Und dadurch ist mein Denken auch immer radikaler gegen die geworden. Ich wünsche jetzt von den Ausländern irgendwie jetzt keinen den Tod, nur ich will sie einfach alle raus haben aus Deutschland. Wir sind hier einfach so viele verschiedene Gruppierungen zusammen, aus verschiedenen Erdteilen. Ne? Und ich meine, das ist ganz klar, die Kulturen alle, die passen, die werden einfach aufeinander, fragt der Kinder nach oder so. Und damit müssen wir dann klarkommen. Und kommt ohne Zweifel zur Auseinandersetzung, weil halt die unterschiedlichsten Leute auch mit den unterschiedlichsten Charakteren hervortreten. Der eine ist halt eher negativ und macht eher Stress und der eine ist eher ruhig. Und dann wirkt das aufeinander. Hier, da bin ich halt auf der Straße aufgewachsen und musste einfach auf der Straße kämpfen. Also hier ist es so, in der Gruppestadt ist es so, da muss man einfach auf der Straße kämpfen. Und die Leute, die hier in den Zeitungen schreiben, die haben gar keine Ahnung, was auf der Straße los ist. Es sind Sachen passiert, wovon eigentlich noch keiner weiß, ne? Aber die halt doch passiert sind, ne? Und die Leute, die dabei irgendwie doch doof gegangen sind, die laufen jetzt vielleicht mit einem schiefen Mund oder weiß ich nicht, ne? Wir machen die Leute nicht an und wir benehmen uns ruhig. Bloß wenn uns jemand anmacht, dann darf er sich nicht wundern, wenn er halt dann von uns ins aufs Maul kriegt. So, mein Vater ist zurzeit im Krankenhaus, weil, also er hat einen Kieferbruch bekommen. Den hat er aber dadurch bekommen, da er so als Ausländer eine Gaststätte was zu trinken sich besorgt hat mit seinem Arbeitskollegen. Und
weil er ein bisschen also angetrunken war. Und da haben die Leute gedacht, dass sie also die Leute einfach so übers Ohr hauen können und sagen können, ja, du hast 2 Biere, macht 18 Mark oder 20 Mark oder sowas. Und da mein Vater aber wusste, wie viel das ist, also 7 Mark, und er gesagt hat, dass es 7 Mark beträgt, und die Leute da so einen Aufstand gemacht haben, hat er gesagt, na gut, dann bezahle ich das Geld, was sie da haben wollen, und dann geht, und dann kommt nie mehr wieder hierher. Und dann haben sie ihn gegen die Wand geschubst im Laden, dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und dann haben die Arbeiter, die das dort waren, der Sohn des Chefs und der Kellner, haben ihn da so zusammengedroschen, dass er so ein Kieferbruch, also in ein Krankenhaus gekommen ist, dass er jetzt 2 Monate lang drinnen bleiben wird, mindestens. Die passen sich hier nicht an, die können sich nicht anpassen. Drüben, wenn sie mit einem Messer rumlaufen würden, würden sie Schläge kriegen und ab in den Knast gehen dafür. Aber hier können sich alles erlauben, können eine Knarre rumtragen, Messer rumtragen und wer ist der Geier alle. Den Tag ist einer Wutzke den Türken mit einem Samurai-Schwert rausgerannt und ist uns hinterher mit scharfen Knarren kommen, die haben alles. Und demnach auch rüsten wir uns sozusagen auch, ne? Also ziemlich gefährlich hier. Es ist nicht so, wie es überall, wie man denkt, dass es ganz normal hier ist. Da sind so Sachen, die die Presse zum Beispiel auch nicht mitkriegt. Da sind schon welche um die Ecke gebracht worden, hier auch. Ne? Da gab es auch schon Tote. Also dass irgendwann mal einer kam zu uns in den Jugendclub rein, ne? Und der meinte, ja, hier, also die Türken kommen oder so. Ne? Und wir natürlich uns alle zusammengetrommelt und erstmal nach Hause gegangen, erstmal Sachen geholt. Ne? Hier von wegen Waffen, ein paar Waffen oder was. Dann noch, naja, vielleicht ein paar Schakos oder weiß ich was. Na, dann haben wir uns sowieso mal erstmal auf dem Marktplatz hier getroffen, Wutzkerli. Ne? Dann kamen die natürlich auch, ne? Mit Autos, mit der U-Bahn, ne? Kamen da raus, fett bewaffnet mit Knüppel, weiß ich gar nicht, alle, 50 Leute oder so, ne? Oder manchmal war es ja 100, ne? Das sind einfach kulturlos, die Jungs, ne? Die Türken. Und die zerstören unsere deutsche Kultur. Polizeiabschnitt 57. Er ist für Verbrechensbekämpfung in der Gropiusstadt zuständig. 12 Stunden sind die Beamten hier im Einsatz, in 2 Schichten rund um die Uhr. Obwohl in Berlin eine große Polizeidichte herrscht, merkt man hier nichts davon. Mein Auto ist weg. Der Personalmangel ist hier groß. Dennoch sind die Hüter der Ordnung bemüht, ihren Kiez ruhig zu halten, Gewalttätigkeiten im Keime zu ersticken. Theodor Losweg 3. Dann sprecht bitte den 56er an. Mehr Bürgernähe wünschen sich alle hier. Schulklassen werden oft zu einem Informationsbesuch eingeladen. Auch die Cops, die Kontaktbereichsbeamten, wünschen sich mehr Gespräche mit den Kids. Auf der Straße, in der Schule oder zu Hause. Man hofft, dass Jugendliche in der Gropiusstadt bei persönlichen Problemen sich vorher der Polizei anvertrauen, als später frustriert eine Straftat zu begehen. Und legen Sie das dann bitte ins Fach. Vielen Dank. Wie sieht der Chef das derzeitige Problem der Jugendlichen in seinem Kiez? Ich bin seit 1979 hier Abschnittsleiter und trage damit hier die polizeiliche Verantwortung und kann aus meinem Verantwortungsbereich berichten, dass Kriminalität mit Jugendlichen für uns von der täglichen polizeilichen Arbeit kein Problem darstellt. Das heißt, die einzelne Körperverletzung, ob jetzt in der U-Bahn oder auf der Straße, die kommt selbstverständlich vor. Es kommt auch vor, dass eine Gruppe, sagen wir mal, von türkischen Jugendlichen, 3, 4 oder 5, sich mit einem deutschen Jugendlichen anlegen und diesen auch schlagen. Es kommt genauso umgekehrt vor, dass deutsche Jugendliche einen Skinhead oder einen vermeintlichen Skinhead, weil sie meinen, dieses wäre ein Faschist oder etwas Ähnliches in dieser Form, auch sich mit diesem anlegen und schlagen. Aber von Banden zu sprechen oder von Bandenkriegen oder jetzt von schweren körperlichen Auseinandersetzungen, die also auch mit schweren Folgen endeten, ist mir nichts bekannt und dieses hat also auch noch nie stattgefunden. Eine Aussage, die uns überraschte. Ist sie eine Fehleinschätzung der Lage? Wir fuhren mit dem Streifendienst durch den Kiez, haben nachgefragt. Wir haben hier in dem Bereich Kriminalität größtenteils ums Kfz, aber auch vielfach Handtaschen, Raubdelikte und viele Diebstähle hier in Warenhäusern. Bandenbildung haben wir also in dem Fall auch, und zwar nannte die sich hier die Terrorbande Wutzki-Allee. Damit haben wir also viel zu tun gehabt. Die haben uns also öfter hier manche Nächte in Atem gehalten. Die haben also Sachbeschädigung begangen, haben also randaliert,
an bestimmten Punkten wie dem Rotraud-Richter-Platz hier in der Rubio-Stadt oder am U-Bahnhof Wutzki-Allee, am U-Bahnhof Udo sowie am U-Bahnhof Zwickauer Damm. Wir haben also Leute, die also bei Diebstählen betroffen werden, die wir also denn den elterlichen Wohnungen zuführen müssen. Und wenn man so manchmal die Elternhäuser denn da sieht, dann kann man also schon seine Rückschlüsse ziehen, weshalb der Jugendliche eigentlich straffällig geworden ist. Und wenn man also denn die Reaktion der Eltern erlebt, da können ihnen diese Jugendlichen schon leid tun. Teilweise sind ja die Leute bedauernswert dran, denn hier in der Gruppestadt ist ja eine Anballung von vielen Einwohnern, aber Möglichkeiten für Jugendliche sind da hier recht spärlich vorhanden. Deswegen gehen ja viele auf die Straße und rotten sich da zusammen, wo sich eben die ältere Bevölkerung nur bedroht fühlt durch die bloße Anwesenheit der Leute, die natürlich auf der Straße dann rumkrakehlen und die Leute dann sich in ihrer Nacht- oder Feierabendruhe gestört fühlen. Also, wenn ich was ändern dürfte, dann würde ich als Erster eine Gruppe statt Musikcafé eröffnen. Weil die jugendlichen Kids, die sitzen da, weiß ich, schon jahrelang auf der Straße, weil die oben die sagen, hier wird ein Jugendfreizeitheim gebaut und hier nach 10 Jahren ist jetzt ein Freizeitheim eröffnet worden. Und das ist irgendwie ein bisschen krass, weil wir haben, weiß ich, um die 15.000 Jugendliche, die eine grobe Stadt rumkrebeln, auf der Straße sind, weil sie nicht wissen, wo sie hinwollen. Und dadurch schließen die sich auch nach amerikanischem Vorbild zu Banden zusammen, nennen sich dann TWW, Piranhas, Bombers und so und verbreiten unter den Namen dann Angst und Schrecken. Man sollte lieber irgendeinen Jugendcafé bei uns in der grobe Stadt hinbauen, wo wirklich die Jugendlichen, wo sie Billard spielen können und kickern können und halt Musik machen, einen schönen Keller da in dem Haus, wenn es gehen würde. Aber da kommt halt nichts. Oder ein Kino zum Beispiel oder so, ne? Ich meine, gibt's hier auch nicht, ne? Oder wo ich halt in Ruhe Fußball spielen kann oder so, ne? Auch bei dem kalten Wetter draußen, ne? Wie eine Halle oder weiß ich was. Wenn keine Freizeitmöglichkeiten hier, wenn es hier Kinder gibt, müssen wir halt rausziehen und dann kommst du schnell auf den Gedanken, dir mal irgendwelche Drogen reinzuziehen. Naja, brauch jetzt nicht unbedingt eine Spritze sein. Ich meine jetzt irgend so was Kleines, wie zum Beispiel mal so ein Horn bauen und den kiffen, damit du gut drauf bist. Oder du säufst dir mal die Hucke voll, dann hast du erstmal deine Probleme verersten und bist lustig drauf. Ich meine, klar kommt manchmal ein bisschen also irgendwie Aggression einen hoch, ne? Wo man manchmal irgendwie dran denkt, ihn umzuknallen oder so auf der Straße oder hier im Einkaufszentrum oder so. Ne? Grubestadt ist wie ein Gefängnis, ungefähr könnte man so sagen. Man ist eingeschlossen, man kommt nicht raus, ist wie auf dem Dorf. Und was wird aus diesen Kindern hier? Wie sieht ihre Zukunft aus? Sind sie durch die Anonymität in der Gropiostadt, durch das kaputte soziale Umfeld, nicht vorprogrammiert auf Einsamkeit, Frust, Aggression? Eins von 4 Freizeitheimen. Alle sind sie wegen Personalmangel nur stundenweise geöffnet. Wenn die jugendlichen Kids am Wochenende sich zu Hause langweilen, sind diese Heime für sie geschlossen. Wenn die Nacht hereinbricht, so meinen viele Jugendliche, dann träumen sie von einer besseren Zukunft. Thank you.
für meine Zukunft in dem, was ich will, was ich anstellen kann. Ich mache mich nicht von dem da draußen abhängig. Ich gehe nur danach an, was ich glaube, an was ich für mich tun kann. Das heißt, ich versuche, mein Selbstvertrauen zu stärken, indem ich mir irgendwie halt Mut mache, indem ich mir Sachen einstehe oder mir Ziele vorsetze und dann die Karte rangehe und arbeite. Zum Beispiel, ja. Also Ziel. Der Sport ist das erste Ziel. Genau, mit dem Sport so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Und ich habe nicht vor zu arbeiten ewig. Ich habe jetzt einen guten neuen Job angefangen. Und da werde ich hier raume Zeit bleiben, auf sicher. Und wenn ich so weit bin, werde ich versuchen, meinen Weg in einer anderen Richtung zu machen. Und das wird in einer sportlichen Richtung sein, auf sicher. Das werden wir beide zusammen unternehmen. Mein Traum ist einfach, dass ich mit der Band groß rauskomme und dass wir mal vielleicht einen Plattenvertrag haben und eine Platte aufnehmen und dann mal eine riesen Tour machen, vielleicht Japan, Amerika. Dass die Leute versuchen, irgendwie miteinander klarzukommen. Ich meine, wenn hier schon so viele Menschen leben und vielleicht so unterschiedliche, ne, dass man doch versucht, irgendwie miteinander zu kommunizieren und sich zu verstehen halt, ne, und dass es halt nicht alles nur da, also irgendwie darauf abläuft, dass irgendwo nur Hass gebildet wird, ne. Also meine Zukunft hier in Deutschland, ich weiß es nicht. Also zurzeit, ich sehe das ganz schlimm. Also ich hätte gerne früher gelebt, also so in den 60ern oder so. Ich glaube, da habe ich vieles verpasst, aber jetzt, also ich bin jetzt groß hier geworden in der Zeit und bis jetzt war mein Leben eigentlich ganz gut, so dass ich nicht sagen kann, ich bereue es, also dass ich jetzt lebe. Jetzt raus aus Deutschland im Moment. Ja, ich möchte schon, muss ich ehrlich sagen, weil ich fühle mich nicht wohl in Deutschland. Die folgenden Szenen sind nachgestellt. Sie spiegeln aber das Lebensgefühl der deutschen und ausländischen Jugend, die mangelnde Toleranz untereinander und zueinander wider. Der Senat ist hier gefordert, jetzt und nicht irgendwann. Denn Frust, Langeweile, Arbeitslosigkeit und das Hocken auf engstem Raum ohne Aussicht auf spielerische Entfaltungsmöglichkeiten in ihrer Freizeit führen hier zu Gewalt. Sie scheint vorprogrammiert. In einer Zeit, wo die Völker sich in Europa näher kommen, sollte dies auch in der Gropiusstadt endlich gang und gäbe sein. Wenn die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft den Jugendlichen nicht schnellstens zu Hilfe kommen, wird die seit Jahren tickende Zeitbombe explodieren. 5:05? Kommt zu mir nach Fahrt wieder nicht.